Degen, dass ich dich nochmal hier begrüßen kann. Das ist ein Kontrollbesuch. Ich hatte Angst, dass du die Station gegen einen Eisberg steuerst. Schön, dich zu sehen, Barney. Hast du Duwe gesagt, dass ich komme? Er war nicht gerade begeistert. Ich hoffe, du hast die Samthandschuhe eingepackt. Ich hatte wenig Zeit zum Packen. Na, auf die Story bin ich gespannt. Wer ist deine Begleitung? Ach ja, darf ich vorstellen, Prinzessin Leia. Stimmt doch gar nicht. Ich heiße Faye. Reizend. Du hast einen interessanten Zeitpunkt für deinen Besuch gewählt. Duwe und ich halten heute und morgen unsere Präsentation für Investoren aus der Wirtschaft. Was ist denn mit den staatlichen Forschungsgeldern? Du weißt es noch gar nicht? Ich dachte, Duwe hätte dir wenigstens ein bisschen erzählt. Die Forschungsgelder wurden gestrichen. Was? Bent, das ist eine Katastrophe. In der Tat, das wäre das Ende. Meine ganze Arbeit. Alles umsonst. Das muss nicht sein. Ich habe da mehrere Investoren an der Angel. Erst gestern hat sogar ein echter Star zugesagt. Wir müssen mit ihnen reden. Erstmal müsst ihr zum Gesundheitscheck. Und danach? Wäre doch gelacht, wenn wir unser Gemüse nicht bald in trockenen Tüchern hätten. Das wird noch ein aufregender Tag, sage ich euch. Oha, ich ahne Übles. Kapitel 5, Atlas, Teil 1. So, Bent, das wär's. Ich bin durch mit Ihnen. Und? Alles in Ordnung, Doc? Könnte man so sagen. Für jemanden mit Ihrer Krankengeschichte gibt es absolut nichts zu meckern. Der Ruhestand tut Ihnen gut. Ja, der Ruhestand war auf jeden Fall ein Albtraum, vor allem die alte Psychotante da. Mein Ruhestand war ein Albtraum. War ein Albtraum? Sie arbeiten doch nicht etwa wieder? Wenn ja, muss ich Ihnen dringend davon abraten. Sagen wir einfach, mein Leben macht endlich wieder Sinn. Und das habe ich ganz alleine Faye hier zu verdanken. Ah, ich verstehe. Und ich hatte schon befürchtet, Sie versuchen schon wieder die Welt zu retten. Eigentlich schon. Ist das Beste, was mir jemals passiert ist? Mein Ruhestand ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Ich kann angeln, so viel ich will, darf viele interessante Bücher lesen und habe jede Woche tolle Gespräche mit meiner Therapeutin. Das klingt doch besser, als sich halb tot zu arbeiten und wochenlang im Krankenhaus zu liegen, oder? Meinen Sie? Natürlich, vor allem, wenn die Therapeutin so gut drauf ist wie die unsere. Na gut, reden wir später weiter, Kollege. Lassen Sie uns später weiterreden. Wir kommen sonst zu spät zur Präsentation. Richtig. Dann kommen wir nun zu Ihnen, Miss Faye. Haben Sie irgendwelche Krankheiten, von denen ich wissen müsste? Was geht dich das an? Oh, das geht mich sogar sehr viel an. Von meinem Gutachten hängt es ab, ob Sie auf die Insel dürfen oder nicht. Dann bleibe ich eben hier. Ich reise doch keine 500 Jahre, um mich aufschlitzen zu lassen. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden. Faye, Sie können dem Doc vertrauen. Er weiß, was er tut. Na gut, aber keine heißen Kohlen. Und keine Sägen. Versprochen. Bent, wenn Sie bitte draußen warten würden. Ich fürchte, das kann hier noch etwas dauern. Ja, Bent, geh schon mal vor. Ich werde mit diesem Quacksalber schon alleine fertig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Alte nicht so mit Doktoren klarkommt. So. Wir sind jetzt anscheinend auf der Plattform, wo er seinen früheren Job hatte. Denke ich mal. Ja, und wir haben Bilder, wir haben Schubladen, den Vorhang, was ist das? Ach, Stempelkissen, Bett und Aktenschränke und allerlei Zeugs und Gesundheitspass, natürlich. Das Problem ist ja jetzt, uns wurden die Gelder gestrichen, was also heißt, wir kommen, glaube ich, nicht an die Alge ran. Ja, da brauchst du nicht mal die Hände in die Hosentaschen packen. So schauen wir jetzt erstmal um. Das obere hat Duwe vor langer Zeit gemalt, das untere nicht. Aha. Das obere, natürlich. Das untere... So, was haben wir in der Schublade? Erstmal sehen. Sieht aus wie die Schränke in den Krimis, in denen sie die Leichen lagern. Natürlich. Blutproben. Kann man die mitnehmen? Dickflüssiges Zeug. Mitnehmen. Sehr schön. Ich klaue einem Arzt das Blut. War das früher nicht mal andersherum? Ja, kann gut sein. So, schließen. Muss ja keiner merken. Können wir den Gesundheitspass erstmal ansehen? Nur wer so einen Wisch vorweisen kann, darf auf die Bohrinsel. Ah ja. Können wir den
Der Doc hat ihn schon ausgefüllt. Jetzt fehlt nur noch der Stempel. Ah, okay. Dann nehmen wir halt erstmal den Stempel. Ärzte und ihr Papierkram. Da wird ein Stempelkissen schon mal so wichtig wie ein Skalpell. Hm. Okay, so, berühren. Furz trocken, wie Bürokratie eben so ist. Ja, dann Stempel ab. Hey, mitnehmen. So. Und jetzt, so. Hoffnungslos. Das Stempelkissen ist völlig ausgetrocknet. Da färbt meine Haut sogar besser ab als das. Ah ja gut, ich weiß schon. Eine drastische Maßnahme, aber die Zeit drängt. Ehrlich jetzt? Etwas makaber, aber es hat geklappt. Meine Fresse, du. So, Aktenschrank. Das ist der Schrank mit den Patientenakten, unter anderem mit meiner. Hm, mitnehmen, klauen und dann die Patienten erpressen. So, durchsuchen. Ah ja, da ist sie ja. Ben Svensson, geboren, schwere Depressionen, Burnout, etc. etc. Von weiterer Beschäftigung wird abgeraten. Hm, war das wirklich erst vor 2 Jahren? Und was ist heute? Na gut, können wir nochmal irgendwie... Meine Akte habe ich schon gelesen und die anderen gehen mich nichts an. Ach komm! Na gut, dann schließen wir die halt wieder. Ansonsten haben wir hier nichts weiter. Ein Bett haben wir noch. Die Matratze ist durchgelegen, sie quietscht und man ist meilenweit entfernt vom Tageslicht. Auch nach 2 Jahren kann ich dieses Bett nicht mehr sehen. Mhm. Der Vorhang? Faye starrt den Doc an, als wolle er sie erschlagen. Dabei will er nur ihre Kniereflexe testen. Ob das gut endet? Doc, ich brauche einen abgestempelten Pass, sonst lässt mich Barney nicht zur Präsentation. Sie bekommen ihn, sobald ich Ihre Freundin untersucht habe. Hey, das blendet! Würden Sie bitte aufhören, die Augen zuzukneifen? Ich muss Ihre Pupillen überprüfen. Nein, meine Augen bleiben zu. Oh, das dauert wohl noch. Wenn ich rechtzeitig zur Präsentation will, muss ich mich darum kümmern. Na Mensch, haben wir ja schon längst gemacht, also ist alles in Tutti und wir haben alle unsere Sachen verloren und haben nur noch das Plastiknetz, was ich nicht so geil finde. Aber gut, komm, gehen wir raus. Alles im Lot, Bent? Wo ist deine Begleitung? Sie wurde aufgehalten. Das ist schlecht. Die Präsentation ist fast vorbei. Hast du den Pass? Fragen wir erstmal. Geht es nicht auch ohne Pass? Ach, Dr. Svensson, ich habe mir die Vorschriften nicht ausgedacht. Verdammt. Ach, kurz umsetzen, so. Wir haben unsere Chancen, einen Investor zu finden? Wie stehen unsere Chancen, einen Investor zu finden? Gut, würde ich sagen. Wir haben heute schon ordentlich Eindruck gemacht. Hast du ihnen die Labore gezeigt? Nein, aber es gab einen fantastischen Brunch mit atlantischem Wildlachs. Hm. Naja, ich weiß, was du denkst. Überfischung der Meere, aussterbende Arten. Das Problem ist nur, dass wir uns den erhobenen Zeigefinger heute nicht mehr leisten können. Keiner will mit spießigen Ökos Geschäfte machen. Aber wir sind spießige Ökos. Falsch. Wir sind Ökos mit atlantischem Wildlachs. Mit uns kann man normal reden. Ja. Aber hier ist erstmal der Pass. Hier, Barney. Das ist dann alles. Darf ich jetzt durch? Okay. Name drauf, Stempel drauf. Alles klar. Dann kann das große Comeback ja endlich starten. So. Puh. Ja. Nervös? Wieso das denn? Es ist immerhin 2 Jahre her, seitdem du deinen Sohn das letzte Mal gesehen hast. Ach Quatsch, ich bin doch nicht nervös. Geh doch nicht. Ja? Kannst du schon mal vorgehen? Ich müsste noch mal kurz für kleine Weltverbesserer. Was denn? Ich muss doch nur aufs Klo. Ich bin nicht nervös. Aber klar doch, Ben. Aber klar doch. Huch. Ich wollte noch weiter fragen. Dr. Svensson. Wie sage ich es am nettesten? Was Sie uns hier gerade erzählen, ist durchdrungen von banalen Allgemeinplätzen und esoterischem Hokuspokus. Wir wissen, dass uns das Erdöl irgendwann ausgehen wird. Wir wissen auch, dass es dann einen enormen Energiehunger zu stillen gilt. Es ist auch klar, dass sich irgendwelche Spinner regelmäßig über unser Klima Sorgen machen, wenn man ihnen funktionierende Lösungen anbietet. Was wir nicht wissen ist, warum wir zum Teufel hierher gekommen sind. Von was für einer Wundertechnologie sprechen Sie, wenn Sie behaupten, all die Probleme dieses Planeten auf einmal lösen zu können? Vielen Dank für das Stichwort, Herr Indes. Ich spreche von einer Technologie, die keine Emissionen verursacht. Eine, die leicht zu vervielfältigen ist
und die in jedem Haushalt stehen kann. Und die so effektiv ist, dass... Habe ich Sie richtig verstanden? Ihr Wundergewächs steht beim Endverbraucher im Garten? Ja. Das Zauberwort heißt Reproduktion. Mit einer kleinen Anlage, die auf jeden Balkon passt, kann sich jeder Haushalt autonom mit dieser absolut umweltfreundlichen Energie selbst versorgen. In einem Prozess, der Nitrogenase genannt wird... Er meint wohl Hydrogenase. Gut. In einem Prozess, der Hydrogenase genannt wird, erzeugen Cyanobakterien aus Licht, Luft und Wasser energiereichen Sauerstoff. Der Wirkungsgrad der Energieausbeute erzielt aber Werte um die 0,08%. Was? Das stimmt nun wirklich nicht. Es sind 0,8%. Möchtest du vielleicht den Vortrag halten, Vater? Vielleicht können wir uns dieses peinliche Familiendrama etwas abkürzen. Für mich stellt sich immer mehr die Frage nach dem Geschäftsmodell. Wenn man ihre Algen wie Schnittlauch auf dem Balkon züchtet, was verkaufen wir dann den Kunden? Schließlich will niemand von uns die Energie verschenken, oder? Ja, nein. Der Endverbraucher benötigt natürlich die Technologie, um die Algen zu züchten und den Wasserstoff abzuführen. Sowohl die Tiere als auch das Equipment sind von uns patentiert. Auch die Brennstoffzellen zur Umwandlung müssen eingekauft und gewartet werden. Aber das gehört alles auch schon zum kaufmännischen Teil unserer Präsentation. Darum schlage ich vor, dass wir eine kurze Pause machen, damit wir im Anschluss direkt in die Kalkulation einsteigen können. Ich würde diese Bakterie gerne mal in Aktion sehen. Oder das. Nach der Pause werden wir Ihnen die Blaualge präsentieren, um dann in die Kalkulation einzusteigen. Um Punkt 2 sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Der Indes also. Das war ja was. Und wo ist Duwe überhaupt so schnell hingelaufen? Er hätte wenigstens Hallo sagen können. Nimm es ihm bitte nicht übel. Erst die Aufregung mit der Präsentation und dann taucht auch noch sein Vater völlig unangemeldet auf. Er ist einfach etwas überfordert. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Er hat seine Sache gut gemacht. Es ist vielmehr dieser Indes, der mir Sorgen macht. Emilio Indes ist ein Geschäftsmann. Er muss solche Fragen stellen. Nein, nein. Meine Eingeweide sagen mir, er hat irgendetwas vor. Und ich werde diesen Raum erst verlassen, wenn ich herausgefunden habe, was. Okay, das heißt, wir kommen jetzt nicht mehr raus. Na gut, so speichern tue ich jetzt nicht. Lassen wir mal so Barney. Barney gibt sich unbesorgt, aber ich kenne ihn lange genug, um zu wissen, dass das nicht stimmt. Natürlich, so können wir mit ihm reden. Barney, kann ich dich was fragen? Klar, schieß los. Pum! Abgeschossen. Was macht dieser Indes überhaupt hier? Er war auf einer Klimakonferenz in Oslo und muss davon unserer Forschung erfahren haben. Jedenfalls hat er mich danach gleich angerufen, um einen Termin zu vereinbaren. Dieser Mann ist einer der größten Umweltsünder unseres Planeten. Ich weiß. Aber wenn er am Ende unser einziger Investor ist... Dann verkaufen wir unsere Seele an den Teufel. Bent, ich weiß, du hörst das nicht gern, aber ich betone es immer wieder. Manchmal muss man eben Kompromisse eingehen, wenn man Gutes tun will. Aber dieser Indes ist doch genau der, den wir aufhalten wollen. Wer sind die beiden am Tisch? Das sind Mr. und Mrs. Wagner von Wagner & Wagner in Vancouver. Sie sind extra aus Kanada hergekommen? Nicht ganz. Sie hatten sich ein Ferienhaus an einem Fjord gemietet, als sie von der Präsentation erfuhren. Na, hoffentlich sehen Sie das hier nicht als Tagesausflug. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind Touristen. Was wir brauchen, sind Leute mit Geld. Und die beiden haben Geld wie Heu. Also bitte sei nett zu ihnen. Die ganze Welt dreht sich wie immer nur um Geld. Wer ist der Mann in dem weißen Gewand? Das ist Said Yanzir. Er ist Buchhalter eines der größten Ölmagnaten im Mittleren Osten. Bloß ein Buchhalter? Was hat ein Buchhalter denn schon zu entscheiden? Sein Chef wollte erst selbst kommen, hat dann aber kurzfristig abgesagt. Bent, die Zeiten sind schlecht. Wir müssen nehmen, wen wir kriegen können. Das sind ja Aussichten. Na Mensch. Wer ist der Mann mit der gelben Weste und der Krawatte? Sein Name ist Kevin Krenz. Er macht gerade Praktikum bei uns. Und? Hat er was drauf? Schwer zu sagen. Die meiste Zeit läuft er nur rum und macht sich irgendwelche Notizen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, er recherchiert für einen Roman. Klar, er will schon eine Geschichte über Typen wie uns schreiben. Ja, guter Einwand. Aber du weißt ja, Spinner gibt es immer und überall. Vor allem in komischen Helikoptern. Ich mach dann mal weiter. Viel Glück. So, ich wollte mal sehen, ja, die Wasserflaschen nämlich. Stilles Wasser, gesünder als Fruchtbowle und Champagner. Genau, kann ich die mitnehmen? Super, mehr mitnehmen. Ein Liter reicht. Ach komm,
Tür öffnen?